TNA, we are wrestling. Und das ist es auch für uns, liebe Zuschauer. Heute die Wende bei TNA in Orlando. Welche auch immer, wir warten es ab. Wir sind gespannt. Wir wissen es ja auch noch nicht. Christian, oder hast du eine Ahnung? Ich weiß es nicht, Harry. Ich hätte jetzt danach gefragt, welche Wende bevorsteht. Vielleicht für uns beide zum Guten? Ja, das wäre möglich. Eine Wiedervereinigung. Nach langem harten Kampf. Natürlich. Schwere Geburt, aber irgendwann kommt raus. Letztendlich ist sie doch geplatzt, die Fruchtblase. Der Turning Point. Die Großveranstaltung aus dem Dezember des vergangenen Jahres und wir sind zurück, na wo wohl, in den Universal Studios im sonnigen Orlando in Horch Horch in Florida. Einer der schönsten und nutzlosesten Bundesstaaten, was die Präsidentschaftswahlen betrifft. Das wissen wir spätestens seit der ersten, die George Bush zugeordnet wurde. Darauf kommst du immer wieder gerne zu sprechen, auf diese George Bush-Geschichte. Der hat dich wohl schon in einigen bösen Träumen verfolgt. Kann das vielleicht sein? Die Träume, keine bösen Träume und schon gar nicht mit einem George Bush. Aber er ist natürlich immer ein Paradebeispiel. Es geht direkt los mit der Action. Ist dir das aufgefallen? Wir haben einen Four-Way. Die Paparazzi Championship Series geht in eine große finale Runde. Das ist ja, ich zähl mal gerade durch. Four-Way, 1, 2, 3, 4. Jay Lethal unterwegs, ja, in den Ring. Senshi ist schon drin. Es ist mehr als ein Four-Way. Es kommen noch so viele. Da kann man sich schon mal verzählen. Verzetteln oder verzählen. Auf jeden Fall was mit Fair. Ja, Fair soll es zugehen, aber das tut selten beim Wrestling. Ja, da kommt der Nächste. Der Alex, gell? Der Shelly Alex. Ja, die Videokamera hat er dabei. Da ist ja auch Paparazzi Championship Series. Also einer muss die Schüsse ja machen.
Und Kevin Nash hatte im Vorfeld so einige Wettbewerbe abgehalten zwischen den Wrestlern der X-Division. Da gab es zum Beispiel die Reise nach Jerusalem, da ist er, und ja, so weiter und so fort. Und da kam immer mal wieder raus, zumindest die Behauptung von Kevin Nash, dass Sanjay Dutt gedopt sei bei all den Wettbewerben. Das ist ja aktuell auch ein tolles Thema. Nein! Oder? Ja. Na, Doping! Doping im Sport ist eine absolute, das ist eine infame Geschichte, die jetzt ja auch gerade im Radsport aufgerollt wird. Lüge! Ja, ich glaube es auch wirklich. Lüge! Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da ist er, bitte. Sieht Sanjay Dutt gedopt aus? Nein. Nein. Bei uns beim Wrestling ist alles ganz natürlich. Das möchte ich auch nach all den Diskussionen in den vergangenen Tagen mal vorweg schicken. Halleluja. Bist du auch oft angesprochen worden von Fans? Na, wie ist das eigentlich beim Wrestling, lieber Harry? Wird er auch gedopt? Selbstverständlich. Und ich kann das nur vehement verneinen. Habe letztens gerade wieder an der Uni Freiburg eine kleine Ansprache gehalten. Wie soll ja in nächster Zukunft geschlossen werden? Und habe gerade mich dafür das Wrestling eingesetzt. Schauen Sie sich mal Austin Starr ganz genau an. Der kann nie und nimmer gedopt sein. Nein, vor allem, wenn man sich die Brust da oben anschaut. Ja. Pectoralis Major Betrachtung. Gut, das können auch pubertäre Pickel sein, das ist nicht so genau lösbar. Jetzt sind sie, glaube ich, alle im Ring. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Austin Starr bei der Tour de France auch ganz vorne mitfahren könnte. Der Epo-Star. Ja. Ich habe gehört, dass die Telekom jetzt umgenannt wird in Epocom. Auch das nur ein Gerücht. Ändert ihr auch ihre Farbe? In Gelb? Ja. Also, es kann nur einen geben. Das ist nicht der Highlander hier, auch wenn sie alle ein bisschen danach aussehen. Hi, mehr als Länder. Aber einer wird hier den Kampf gewinnen. Damit der Paparazzi Champion sein. Was ist denn das dann? Darf der denn die königlichen Fotos machen? Der darf mit Kevin Nash mal aufs Doppelzimmer bei der nächsten Veranstaltung, habe ich gehört. Ich weiß nicht, was es sonst für einen Preis dafür gibt. Das müssen wir vielleicht noch herausfinden. Vielleicht kannst du da gleich mal in der Pause nachfragen. Ich kann nachfragen. Ich kann es auch machen wie Harry Weinfurt. Der Preis ist heiß. Welchen hätten Sie gerne? Man kann sich zu Hause auch dann selber einbilden, was der Preis ist. Das ist ja auch, glaube ich, ziemlich irrelevant. Vielleicht war es auch die Kamera, die Alex Shelley mitgebracht hat. Da wird versucht abzuklatschen. Nur eine merkwürdige Herangehensweise an dieses Match auf jeden Fall gerade von Alex Shelley. Und der purzelt direkt hier in diesen Armbar von Jay Lethal. Ich habe da kurz mal nachgeschaut im Regelwerk. Das ist die Offensive des mumifizierten Angriffs. So nennt sich diese Strategie, die die beiden hier nehmen. Ist das noch aus dem alten Rom? Das ist aus dem alten Deutschland. Aha. Shelley scheint Probleme zu haben, aber... Ja, das Seil kam da gerade dorthin, wo ihm das wohl nicht recht sein konnte. Sie wurden vor dem Kampf von seiner Frau schon bestätigt, also kann es nicht viel schlimmer geworden sein. Und er möchte gerne Austin Starr einwechseln, aber der hatte jetzt wohl noch keine Lust. Wir haben ja auch beim letzten Mal gesehen bei Genesis diese kleinen Probleme damit Austin Starr und Alex Shelley beim Tag Team Match, als es dann nicht so ausging wie vor den Paparazzis erhofft. Da war ein bisschen Ärgernis. Jeder von beiden möchte halt die uneingeschränkte Liebe genießen von Kevin Nash. Ja, da hat Jay Lethal seinen Nasenhartschneider wohl vergessen. Deshalb hilft Shelley da ein bisschen nach, finde ich. Eine sehr loyale Geste, bevor es dann wirklich mal reingeht in den Kampf. Na, ich dachte, er wollte da vielleicht auch das ein oder andere Auge entfernen. Aber waren beide noch da, nachdem die Hand weg war? Ja, gut. Das haben sie auch nicht gefunden. Jetzt der Wechsel, da kommt Austin Starr. Und der möchte gleich da weitermachen, wo Alex Shelley angefangen hat. Aber der hat Jay Lethal ja direkt ausgekickt hier. Ja, da war ein bisschen unaufmerksam. Der Jay Lethal machte gar keine Anstalten, mal jemand anderen einzuwechseln. Ist aber auch sehr fit. Der Kick mit dem Bein hat da getroffen, naja. So ist es, Austin Starr übrigens, kalt erwischt worden, hat sich da vorhin nochmal hingelegt auf dem Mittagsschläfchen, wollte die Hose eigentlich gemütlich zusammenschneidern. Als er aufgewacht ist, haben sie ihn schon rausgeholt, es ging schon los, also deshalb sieht er auch ein bisschen verschlafen aus und deshalb die Hose nicht ganz fertig. Ist das so gewesen? Ja. Du hast ja Backstage viel rumgelungert, da siehst du also was, ne? Ja, ja, gut, irgendwo musst du hier rumlungern, wo dich keiner erkennt. Mit Harry möchte niemand sprechen, deshalb steht er immer rum. Sanjay Dutt, der angeblich gedopte Mann, ich kann es nur wiederholen, laut Kevin Nash, gerät er jetzt in arge Bedrängnis durch Alex Shelley und die Paparazzis, die beiden hier unten links in der Ecke, die arbeiten zusammen. Aber sicherlich nicht für den kompletten Fortlauf des Kampfes, denn sollten sie die beiden Letzten sein, werden sie dann gegeneinander kämpfen. Meinst du, dass es so kommen wird? Ich vermute. Okay. Einen haben wir noch gar nicht gesehen, Sanjay, aber der kann ja auch seine Kräfte da noch weiterhin gesammelt halten. Ja, ist gar nicht so doof. Nee. Ne?
sich das aus der sicheren Distanz beäugen, um dann zuzustechen, wie die schwarze Witwe nach dem Paarungsakt. Ja, Whippy. Und da trifft der Kick und der Bulldog auch noch und der Dropkick gegen den Kopf. Jetzt kommt aber ganz dicke hier für Alex Shelley. Fünffach Kombination. Ja. Da hat sich's ausgelächelt. Da hält er sich den Magen, aber er könnte sich auch noch ganz andere Körperpartien halten, nach all dem, was er da einstecken musste. Ja, das, was da jetzt noch zusammenhält. Das macht weiter. Nach wie vor einer noch gar nicht gesehen. Hat ihn da in die Ecke geschickt von Austin Starr, aber der hat da keine Anstalten gemacht, ihn einzuwechseln. Einfach mal abzuklatschen. Naja, warum soll er es auch machen jetzt? Oh, das ist doch sehr souverän gerade. Hat da Spaß gehabt, wollte ich gerade sagen. Jetzt gibt es eine kleine Rutschpartie. Für diejenigen, die das in frühester Kindheit schon versucht haben, die Treppengeländer runterzurutschen und dann unten mit dem Querbalken. Durch Reibung entsteht Wärme. Ja, des Weiteren? Ja, nichts. Gut. Das ist die physikalische Regel. Was soll man dazu noch sagen? Du meinst, das ist das bisschen Wärme, das auch ein Sanjay Dutt verdient hat? Ja. Ja, gut. Nur weil er gerade in üblen Nachruf gebracht wird. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Nein. Jetzt hat Senshi, ja, oh, hat sich mal selbst eingewechselt und legt direkt los, fährt den Ellbogen aus und schaut wie immer dabei sehr, sehr böse drein. Ich glaube, der kann nur diesen einen Blick. Das ist einfach so. Mimenkünstler vor dem Herrn, der Senshi. Ständig schlecht gelaunt, aber nun gut. Was er hier teilweise alles aushalten muss bei TNA, wie einige seiner Kollegen rumlaufen, kann man ja auch mal schlecht drauf sein. Das ist ein sogenanntes optisches Verunkel, das er sich da eingefangen hat. Und jetzt hat er sich noch mehr eingefangen, nämlich ja, hier die Hurricane Rana. Und Sanjay Dutt nimmt Anlauf, aber... Ja, gut, aber bringt halt nichts, ne? Das war das berühmte Eigentor. Da jäh gestoppt worden, aber trotz allem bekommt, ja, Sanjay da doch noch was ab. Aha, durch die Ringseile, der Dropkick von Austin Starr. Und der ist oben, aber Shelley wechselt sich selbst ein. Ich glaube, jeder möchte jetzt mal rausspringen. Und jetzt zanken sich die beiden Herrschaften hier. Wer darf mal? Absprache mit Kevin Nash. Und der Dive von Jay Lethal. Ja. Wieder ist Senshi der Leidtragende. Hat er sich so lange zurückgehalten, ich denke. Hat er sich verdient, ein bisschen einzustecken auch, ne? Ich denke auch. Da lacht nicht der Dritte, da springt der Dritte. Aber da werden noch andere folgen, so wie denn diese Gesten hier richtig deuten können. Und zumindest der eine kam schon mal, Austin Starr. Ja, und Lethal lässt, Shelley natürlich lässt er seinen Kompagnon hängen und kriegt jetzt die Quittung von Sanjay Dutt. Zwischen der Eiermann auf den Ringseilen. Der Tornado DDT, das Cover. Der Eiermann auf den Ringseilen, okay. Was denn? Ich musste kurz drüber nachdenken, ich hatte es schon wieder vergessen, aber wir alle wissen, was du meinst. Das ist schön so. Diese Pflaster, die sie ja immer häufiger auf den Schultern oder sonstigen Körperpartien tragen, das ist doch so ein kleiner Placebo, oder? Meinst du? Das ist doch ein Ablenkungsmanöver. Ich weiß nicht, ob er sich die Schulter verletzt hat oder nicht. Vielleicht bei einigen der Wettbewerbe, die Kevin Nash veranstaltet hat in seiner Paparazzi-Serie. Da war ja auch Karaoke-Singen dabei. Der war unangenehm. Ja. In jedem Fall für den armen Sanjay Dutt. Wo beim Karaoke-Singen ja auch keine Schulter abgetaped werden muss, ne? Kann man machen, muss man nicht. Nee. Bringt keinen Vorteil. Sinnvoller wäre es, die Lippen abzutapen. In der Tat, ja. Dropkick gegen das Knie, dann Enzo Giri gegen den Kopf. Und Sanjay Dutt möchte hier vielleicht einen der Paparazzis... Was möchte er? Dafür sorgen, dass der hier nicht mehr weiter mitmachen kann. Eliminieren sozusagen. Ja. Jetzt ist er dran. Und Alex Shelley ist weit weg von den Seilen hier. Keine Möglichkeit hier den Release zu erzwingen. Jetzt muss er sich ranhalten. Frage ist, hat dort genug Power, Dutt genug Power, den Shelley da zurückzuhalten. Starr hilft ihm da sogar noch nach. Und da klopft er ab. Da klopft er ab. Von wegen Teamwork bei den beiden. Ja, das hat nur 30 Sekunden gehalten. Und Dave Penta, der Ringrichter, sagt, Alex Shelley kann und muss gehen. Vier sind noch drin. Hat da Austin Starr gerade gelächelt, als Alex Shelley aus dem Ring gekommen ist? Ja, es kam mir auch so vor. Samson Fipp gerade im Ring. Armdrag. Jeder will gewinnen, auch wenn man irgendwo was miteinander zu tun hat. Das war schon in den 80er Jahren so, bei Hans-Joachim Kuhnkampf. Ja. Auch da wollte jeder gewinnen. Sind sich auch Familien in den Rücken gefallen gegenseitig? Ja, wahrscheinlich eher in die Arme. Oder so.
Spinebuster. Und Sanjay sucht jemanden, mit dem er mal wechseln kann, glaube ich. Ne, doch nicht. Geht in die Seile. Oh. Und Senshi muss sich wieder selbst einwechseln. Mit dem möchte niemand abklatschen. Und... Dropkick des Wahnsinns hier. Also, ich würde mal behaupten, das Weltbild von Shane Diesel wurde für den Moment kurz erschüttert. Ja, wenn er überhaupt noch ein Weltbild hat. Das wurde eben in Scherben zertrümmert, diesen Dropkick. Der kam mit Wucht. Das war meine Kampfansage hier. Da kann Jay Lethal noch so viel in diesem Match gezeigt haben. Danach war es zu viel. Ich glaube, das schauen wir uns noch mal an. Ja, weggeräumt. Da überschlägt er sich. Bye bye, Jay Lethal. Er kommt auch eben auf den oberen Rückenbereich auf. Knickt auch noch schwer zusammen. Also, die Jungs müssen schon was wegstecken. And then there were three. Wieso, dass die hier nur Gymnastikhöschen das Ringlein tänzeln? Nein! Was ist da? Mit dem Swinging Elbow macht auch noch Liegestütze, während er das Cover zeigt. Aber das war doch zu viel Posing hier. Der Jäger mit dem weitrunden Wild. Geht in die Seile, hat wieder... Das war ja, die Ellbogen kommt von ziemlich weit oben. Oh, schön abgehoben. Abgehoben ist er sowieso. Das ist wahr. Ich glaube, da hinten ist was geplatzt. Ne? War nur eine... Meinst du ein Pickel? Naja, was passiert den Besten? Wechsel jetzt. Jetzt darf Senshi auch mal sich einwechseln lassen. Muss es nicht selbst tun. Und wenn er noch so einen Dropkick parat hat, wie er den vorhin zeigte, na, dann könnte es auch um Sanjay Dutt bald geschehen sein. So ist es. Senshi macht nach wie vor den frischesten Eindruck. Hat sich da die Kräfte wohl am besten eingeteilt und vor allem die aggressivsten Aktionen richtig gut getimt. Jetzt ist er wirklich fällig, glaube ich, Sanjay Dutt. Ich glaube, Senshi hat ja auch bisher am wenigsten einstecken müssen von allen. Im Gegensatz zu Sanjay Dutt war es das für ihn. Ja, nicht ganz. Auch wenn er nicht mehr viel drin hat in der Ampulle, der arme Dutt. Jetzt darf Austin Starr wieder ran. Ich glaube, ihn haben wir mit am meisten in diesem Match gesehen, aber Sanjay eigentlich auch. Ja, würde ich auch sagen, der hält da die CC-Fliegenfrequenz, während Senshi das ein bisschen geschickter angestellt hat. Und Sanjay, der hat wohl bisher am meisten eingesteckt, hält sich aber wacker. Ist aber auch gut abgetaped, um viel einstecken zu können. Bitte keine obszönen Gesten, Herr Star. Da choppt es. Und es raunt durch die Impact Zone hier in Orlando. Die auch heute wieder zum Bersten gefüllt ist. Natürlich. Bis aufs allerletzte Plätzchen. Springboard, Dropkick. Ja, vielleicht nicht ganz so viel Impact wie vorhin bei Senshi, aber sah auch schön aus, muss man sagen. Und von dem sprechen wir gerade, da kommt er auch rein und fängt sich was ein. Sind sie mal zu dritt. Die Verbliebenen. Und Sanjay plötzlich wieder oben auf, nachdem er schon mehrere Male fast ausgestiegen ist. Und jetzt geht er vollkommen durch. Rüttelt an den Seilen. Springboard Moonsault. Ist das das Ende für Austin? Aber lecker Aktion. Wenn er den Pin voll nicht gehabt, dann halt durch Aufgabe, denkt er sich jetzt. Und verzieht den Schädel von Austin Starr in unschöne Himmelsrichtungen. Der ist ja schon ganz bleich geworden da. Aber hallo. Gute Arbeit hier vom Regie-Team. Diese Aktion haben wir nicht gesehen. Ja, das ist immer das Schöne, wenn man uns zum richtigen Zeitpunkt das Wesentliche rausschneidet. Einen lecker Umschnitt. Aber hier bleibt mal drauf. Da haben wir noch schön gesehen, dass auch Senshi jetzt wieder... Dieser Sanjay Dutt, der dreht jetzt noch mal richtig auf jetzt hier zuletzt. Er war ein bisschen zu weit gedreht gerade. Ja, das stimmt auch. Etwas über die Stränge geschlagen und kassiert gleich die Quittung. Oder auch nicht, hat nämlich wieder ein Konterparat. Will einen Einroller zeigen, Senshi wird da auch noch umgestoßen, rausgestoßen. In Mitleidenschaft gezogen. Irgendwann muss es Sanjay doch... Jetzt geht's mit Star zu Ende, nein. Irgendwann muss es Sanjay doch mal schaffen. Brainbuster. Und da gehen die Sterne auf von Austin Starr für Sanjay Dutt. Ja, jetzt hat er ihn, oder? Hat er ihn? Oder Foe? War das ein Double? Das war ein 450 Grad Firebird Splash. Ach du Jemini, wo ist denn das so schnell? Hier hast du das mitgezählt in der Drehung. Ich habe einen Frameblick sozusagen. Nein, ich habe irgendwann mal ein Geodreieck verschluckt.
Ja, sieht eher aus wie ein großer Badeball. Es ist im Übrigen jemand ausgestiegen hier. Irgendwann geht aus dem Ball auch mal wieder die Luft raus. Ich warte schon einige Jahre drauf. Senshi von den Seilen mit dem Kick. Und das hat wieder böse gesessen. Der hat plötzlich wieder Oberwasser. Nachdem Sonche Dat sich jetzt tatsächlich verabschiedet hat, lang genug hat es gedauert, immer wieder kam er zurück, also eine echte Energieleistung abgeliefert. Und Sonche nutzt jede Sekunde, will auf jeden Fall jetzt hier den Sieg perfekt machen, aber der Konter von Star zieht ihn darüber. Kann den Griff allerdings nicht halten. Da war zu viel Elan bei der Aktion dabei. Er will wieder den Brainbuster zeigen, der vorhin schon Sonche Dat so übel zugesetzt hat. Und das könnte von da oben jetzt kommen. Oh, oh, oh. Kriegt er hier noch mehr als 54 raus? Da kommt Alex Shelley wieder mit der Kamera. Er nimmt diese Bilder jetzt nicht mal mehr auf für das Paparazzi-Privatarchiv. Will wieder die volle Umdrehung zeigen. Ein Roller. Oh, oh, das war's. Senshi verrechnet aus den Star und klingt fast noch aus. Der Mann mit dem wenigsten Einsatz im Match, aber den gefährlichsten Aktionen und ja der cleversten Kampfesweise, muss man meinen, gewinnt hier. Und Alex Shelley hat das hier zu verschulden, muss man auch so sagen. Cavendish kann es nicht glauben. Muss hier direkt mal seine Meinung loswerden bei seinem Schützling Alex Shelley. Na, zumindest kann Shelley schon wieder diskutieren. High Five. Ja, Nash sagt, verpuste dich. So wie Nash da schaut. Und Don West hat auch wieder seinen. Hast du Nash schon mal anders schauen gesehen? Etwas debil wirkt er immer. Und leicht retardiert, etwas verzögert. Und gerade Senshi, der Mann hier gewinnt, diese Paparazzi Championship Series, zumindest diese Station davon. Nun denn? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Ich glaube schon mal unsere Heulboje, Eric Young. Ein rosa Bademantel. Da kommt heute noch ein Riesending auf sie zu, meine Damen und Herren. Wir können es gar nicht aussprechen, was da noch kommt. Was tauschen die beiden hier aus, ob er sich erinnert an die Limo? Das sind früher die zwei Jungs. Das wäre cool gewesen. Was läuft denn hier ab? Ich weiß nicht. Es muss wohl ein Fahrzeug vorgefahren sein, aber wer drin saß, das wissen wir nicht. Also sie machen auch noch ein bisschen Geheimnis. You got the people behind you, Eric. You need to go out there. You need to be a man and you need to win this bikini contest. Also ein Bikini Contest? Motiviert ihn noch mal Eric Young. Ich glaube bei den beiden läuft auch was. Jeremy Borish hat auch noch hin diesen leichten Basedorf-Blick, der etwas eindringlich wirkt. It's time to man up. It's time to show the world what I am made of. I am man, hear me roar. Er wird zeigen, was er zu bieten hat heute. Was lässt denn der sich jetzt hier ein? Liebe Zuschauer, das werden Sie heute auch noch zu Gesicht bekommen. Also auf jeden Fall dranbleiben, wenn Sie die ganze Männlichkeit von Eric Young. Einen Bikini-Contest, weil er so tolle Cojones hat, habe ich das richtig verstanden. Wir brauchen eine Pause und zwar ganz dringend. Aber nicht lange. Pfui. Lange. You know what? This is the start of my weight loss voyage, Letitia. I have a time. You know the average weight for a woman? 115 pounds. You don't want to know what I'm sitting at right now, sister. Here comes Ms. Brooks around ringside. There you see Ms. Brooks. And oh no! What we can't see, you can see Eric Young can see well. Look at those eyes. I mean, holy cow, it's like a baby going over to be breastfed. Ladies and gentlemen, it's now time for the first es wird, es wird sehr faktisch, absolut heiß, teilweise würde ich sagen, teilweise. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich bin ja nicht ganz fix in meiner Auffassung, aber Eric Young, die Heulboje aus Kanada, tritt an im Bikini-Contest gegen Miss Brooks. Es ist ein zweigeschlechtlicher Bikini-Contest. Mehr Geschlechter können an einem Bikini-Contest gar nicht teilnehmen. Bist du dir dessen bewusst überhaupt? Das muss man ja mal vorab auch festhalten. Ne? Ja. Also Miss Brooks wird begleitet von Robert Root. Und ja, Miss Brooks hat einen schwarzen Mantel an, aber nicht mehr lange, befürchte ich. Das ist nicht Bobby Root?
und Miss Brooks eigentlich mit viel zu viel Textilien am Körper, als es für sie in der normalen Berufsausübung. Ja, das stimmt. Aber er hieß mal Bobby Roode, aber er ist jetzt an die Wall Street gegangen, hat viel Geld gemacht, deshalb auch dieser kostspielige Anzug da auf dem Schlussverkauf. Und deshalb nennt er sich jetzt nicht mehr Bobby, sondern Robert. Er ist erwachsen geworden. Ja, aber da hätte er doch gleich richtig anpacken können. Ich meine, klassische Chirurgie, Frisur, kann man mal anpacken, wenn man schon, naja, ist ja auch egal. Na, wir konzentrieren uns mehr auf das, was passiert, beziehungsweise nicht kapiert. Harry, also jetzt, beide ziehen sich aus, füllen Wasser in die kleinen Inselchen, ja, die sie da haben, treiben da quer durch den Ring und wer zuerst auf der anderen Seite ist, hat gewonnen. Ähnlich könnte es kommen. Ich wollte es eigentlich sagen, jetzt wird es auch für dich interessant. Ja, das ist endlich mal ein wahres Wort. Da kommt er nämlich. In diesem wunderschönen rosa Frotte-Bademantel, leicht eingeschüchtert. Wie immer. Und furchtbar erschreckt er sich über das Feuerwerk. Aber nun gut. Der Mann mit der uneingeschränkten Einreiseerlaubnis in die Vereinigten Staaten und der uneingeschränkten Unterstützung der Fans in Orlando. Er bestreitet heute seinen ersten Bikini-Contest, wie es heißt. Und er macht sich auch große Hoffnungen, dass Miss Brooks die erste Frau in seinem Leben werden wird. Der war kürzlich, das war im amerikanischen Fernsehen zu sehen, ist zu heiß für uns, gemeinsam mit Jeremy Borash nachts Kondome kaufen. Das ist ja unglaublich. Das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Also, man muss sich das mal vorstellen. Eric Young hat jetzt tatsächlich kapiert, wie es funktioniert. Und er möchte das jetzt Gelernte der Miss Brooks offerieren. Und so ein Wettbewerb wie dieser, da braucht man auch einen guten Offiziellen. Das ist Slick Mark Johnson. Ja, weil er immer so gut gekleidet ist. Slick Mark Johnson. So, sagen wir mal Jeremy Borash zu, würde ich sagen. Unbedingt. Der muss uns noch was erklären. Ladies and gentlemen, for this contest, both participants will be given center stage. The winner of this showcase of skin, this exhibition of exhibitionism, will be determined tonight solely by the response of the fans here in attendance tonight. Die Fans sind die Jury, ne? Die bestimmen also, wer den Contest gewinnt. The contest underway. Miss Brooks, you won the coin toss earlier backstage. You have elected to go first. Maestro, please hit the lights and let the bikini contest. Okay, Miss Brooks hat den Münzwurf gewonnen und darf zuerst zeigen, was sie uns denn alles zeigen möchte. Backstage wurde sie geworfen, die Münze, also keiner weiß genau, wo sie gelandet ist. Brooks legt los und natürlich hat Eric Young allein durch sein Erscheinungsbild die Messlatte schon sehr hoch angesiedelt. Das wird schwer. Es gab mal die etwas verbaute Brünette. Ja. Es gab mal in den 90er Jahren eine Werbung mit Heino und da ging es um Burger. Ja, richtig. Dicke Dinger und sagte Heino, das sind dicke Dinger. Richtig. Und dabei wäre fast die Brille vom Ohr gefallen. Die brauchte er dringend. Ich glaube, die ist obenrum gedurbt. Du meinst geistig? Auch das. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu viel jetzt für dich ist, Harry. Wenn du nicht mehr aushältst, schließ einfach kurz die Augen. Er starb einfach nur auf dem Bildschirm, mein Kollege. Aber das soll er auch. Miss Brooks! Ja, ich würde mal sagen, da hätte auch ein bisschen mehr gezeigt werden können hier, also, oder? Also das ist ja... Das ist ja kein Bikini, das ist ein Abendkleid. Also, hallo! Also wenn schon so eine Pappnasennummer hier aus Orlando geliefert wird, dann doch bitte in aller Vollständigkeit. Das heißt, mit den essentiellen Körperteilen, die bei einem Bikini-Contest nun mal ins Auge springen müssen. Das war zu viel Stoff bei Miss Brooks. Da gebe ich höchstens eine 2,5 auf der Richterskala. Das ist eine 3-. Und da kann Eric Young ja kaum mehr dran vorbeischlittern. Wie hat er selbst gesagt, er hat seine Cajones mitgebracht. Er war nicht unter Solarium vor diesem Wettbewerb, aber er posiert auf jeden Fall schon mal besser, auch angezogen noch. Aber na, er traut sich nicht. Oh, da ist Jeremy Borash, ja, der fühlt sich bockig, der ist wohl mit der Darbietung von Eric Young nicht zufrieden. Ja, der will den nackt sehen. Klar, Borash war vereinbart. Ja. Aber was soll denn das? Ich meine, wie oft haben wir denn den jetzt schon nackt gesehen? Mehr als das hier. Okay. Das hat ja eine unglaubliche Sexappeal. Und das ist ein Gag, den man von Eric Young so gar nicht hätte erwartet. Nee, da hat er sich richtig überlegt.
Aber Young. Robert Root, mal, das ist eine Disqualifikation hier. Ja, das sogar noch mehr. Du bist gefeuert. Weil das nicht einem Bikini-Contest entspräche, aber na gut. Ja. Das was mit Miss Brooks da anhat, ist ja auch kein Bikini. Er meinte, er wäre noch gar nicht fertig gewesen, weil er unterbrochen hätte. Okay, er will es spannend so haben. Er will es richtig spannend machen. Ruth findet es gar nicht lustig. Die konnten sich doch mal ganz gut leiden. Ja, das ist Vergangenheit. Team Canada ist lang Geschichte. Scott DeMoore auch arbeitslos mittlerweile. Aber das nur nebenbei. Denn wir wollen, also manche Zuschauer möchten jetzt mehr sehen. Ich zähle mich da nicht zu. SpongeBob! Yes. Der Schwammkopf als Hose. Ja, also auch das ist jetzt der Humor, den ich unbedingt auf Herrn Roots zuzutreffen scheint. Der eskaliert jetzt ja noch mehr mit Jeremy Borish. Johnson has ruled that because that is not a bikini, the winner of the bikini contest. Ja, aber das geht doch jetzt auch nicht, oder? Das sei kein Bikini, meint er. Ja, aber das Publikum entscheidet doch, dachte ich. One more try. Er will doch noch einen Versuch, also er erniedrigt sich ja jetzt schon aufs Dreifache. Bei unserem Logo oben Eurosport wird immer das Sport für diesen Moment einfach streichen. Ja. Aber Euro ist ja auch ein schönes Wort. Ja, ja, ganz tolles Wort. Und wir erwarten jetzt eine ganz tolle Darbietung von Eric Young. Es geht auch schon ganz subtil los. Hat er da noch ein Bikini drunter? Ja, Entschuldigung. Ich bin so aufgeregt. Sensiblen Bewegungen meditiert sich jetzt hinein in seine Darbietung. Hat er viel Künstlerisches zu bieten. Schauen Sie sich das an. In welchem unglaublichen Schwung er das gelbe Höschen fallen lässt und drunter ein noch viel lächerlicheres präsentiert. Ja, das ist eine Bikini-Hose, oder? Er hat zumindest alles noch drin verpacken können, was er so an Männlichkeit mit sich bringt. Das ist andererseits auch nicht allzu viel. Ja, da kann man nur sagen, Augen auf beim Rechtekauf. In Zukunft vielleicht schauen, was man sich besorgt und sendet. Naja, ich denke, den französischen Kollegen gefällt das. Ja, da haben sie ja nicht was zu reden. Mag ja sein. Also ich denke, Slick Mark Johnson müsste diesen Bikini-Contest gewonnen haben. Also jetzt dürfen doch noch die Zuschauer entscheiden. Ich bin für Miss Brooks. Na ja, klar. Wie sieht das schaut bei dir aus? Bei mir ist es eine relativ gespaltene Geschichte. Ja. Ja. Fans, ich kann mir vorstellen, da schlagen zwei Herzen in deiner Brust. Die Fans sind auf jeden Fall auf der Seite von Eric Young. Die wollen ihn also weiterhin sehen und stehen ihn über die Darbietung von Miss Brooke. Und das sieht Herrn Root nun wieder gar nicht so gerne. Der hat doch gar nicht die richtigen Schuhe an. Da gewinnt er hier den Bikini-Contest und kann noch nicht mal feiern da mit den künstlichen Luftpalmen. Und da verwandelt sich das Ganze jetzt schon fast in einen Wrestling-Contest, mehr oder weniger. Aber, ja, immerhin, da wackelt Eric mit dem Hintern und verzieht sich doch besser hier. Warum hat er eigentlich kein Oberteil zu seinem Bikini an? Der hat da auch Brüste. Ja, aber das will ja nur keiner sehen. Er ist ein Nudist. Ach so. Der möchte bitte eine Minute warten. What? Was? Versuch sie da immer im Laufenden zu halten, damit sie auch das komplette Geschehen mit erfassen können. Das ist jetzt hier zum, ja, zum Greifen, die Spannung. Also jetzt geht's Miss Brooke an den Kragen. I'm sick of you. I'm sick of Eric Young. Jetzt ist er plötzlich ganz krank, also. Jetzt ist er auf alle sauer hier. Auch auf Miss Brooks. Die sollte eigentlich für ihn Geld verdienen. Und vor allen Dingen den Bikini-Contest gewinnen. Nicht mal das hat sie geschafft. Gegen einen Eric Young muss man natürlich dazu sagen. Peinlich, ne? Ja, ein bisschen. Aber dieses Publikum hier, muss man auch mal sagen, ist nicht die richtige Jury. Die meisten dort haben auch nie eine Frau nackt gesehen. Ja, sie war auch nicht nackt, ne? Das kommt noch dazu. Need to do whatever it takes to get Eric Young to sign a contract with Robert Root Incorporated. Der wollte sich den unter Vertrag und sie hätte ihn überreden sollen. Na, jetzt bekommt die Geschichte wenigstens, naja, sagen wir mal, den Hauch von Sinn. Eric Young. Das hat Tiefgang. Ja. Hey, listen. And when Eric Young comes to Robert Root Inc., they will love me.
Also jetzt wird Miss Brooks hier beauftragt, das jetzt doch noch zu richten nach ihrem großen... Mit allen Mitteln. Ja. Mit allen Mitteln. Wow, 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 wow. So spricht er mit seiner Mutter, aber mit Sicherheit nicht, dieser Robert Root. Das ist sie ja, seine Mutter. Auch möglich. In jedem Fall bräuchte er eine Mutter. Aber mal ganz dringend. Und zwar wirklich allerhöchste Zeit, dass die sich mal drum kümmert. Nehme Eric Young für mich unter Vertrag, sagt Robert Root, oder du wirst gefeuert. Das ist die Ansage. Also wir werden von dieser Geschichte in Zukunft mit Sicherheit noch mehr hören. Und Gott sei Dank werden wir da noch einiges abbekommen. Das wird für Spannung sorgen. Ja, ich bin ja gerade schon etwas nervös geworden, da ich sehe, wir müssen bald schon wieder ein kleines Päuschen machen und würden hier den Faden vielleicht verlieren. Nach diesem herausragenden Erlebnis. Ach, die nächste Pomeranze unterwegs. Letitia steht da vor der Tür von Michael Hickenbottom und Paul Levesque. Oh, hello. Come in, yeah. Whoa, whoa, whoa. Oh, oh, wie, oh, wie, oh, wie. Oh, okay, okay. Jetzt ist gut, Leute. Wir machen eine kurze Pause. Regie, raus hier. Pause und dann hier anziehen lassen. Danke. Ganz schnell. So, wir sind gespannt, was jetzt kommt. Denn, naja. Da haben wir, ja, Max, sind wir schon. Was haben wir? Da haben wir gerade vor der Pause jemanden gesehen, der nennt sich Big Fat Oily Guy. Ich denke, in dem Namen ist auch alles enthalten, was ihn eigentlich beschreibt. Und Moment mal, jetzt kommen Paul Levesque und Michael Hickenbottom oder so ähnlich. Die sehen zumindest so aus, als könnten sie es sein, aber sie sehen auch so aus, als könnten sie jemand anders sein, verkleidet als irgendjemand. Meinst du, dass es so ist? Also wir haben im Ring Michael Hickenbottom, Shawn Michaels auch genannt bei der WWE. Und hier vorne, ja, der Mann mit dem Vorschlaghammer, das ist Paul Levesque. Triple H. Und ich glaube, sie sind es gar nicht. Obwohl von der Nase her könnte es hinkommen. Ja, der Zinken. Da hat auch noch die Maske ein bisschen mitgewirkt, ha? Ja, da wurde nicht gespart heute am Bühnenbild. Erst diese Palmen vorhin beim Bikini-Contest und jetzt wurde auch noch hier geschminkt. Ich denke, sind doch die Senderechte jetzt teurer geworden. Gibt so ein bisschen Posing. Das ist sowas wie Alternakrobatik, was die zwei jetzt da präsentieren? Im Prinzip schon, ja. Und die Fans rufen DX Sucks, auch bezogen auf WWE, die D-Generation X. Ah. For the thousands in attendance and the millions. Da macht einer auf Michael Buffer. Boys and girls, let's get ready to stop it! Ist das deine Auftrittsmusik, Harry? Du musst jetzt raus. Ich glaube, du musst gleich raus. Jetzt wird es nämlich richtig lustig und das ist so eher... Das ist die Spirit Squad. Dein Hauskonzert. Das sind junge Athleten, die ganz groß rauskommen wollen im Professional Wrestling. Ja, ja, und das ist auch deutlich zu sehen. Der Weg geht steil nach oben. Aber gegen die falsche DX wird die falsche Spirit Squad vermutlich den Hauch einer Chance haben. Oh, da fallen sie schon, bevor es zum Körperkontakt kommt. Per Fallbinden. Da ist wieder so eine ganz üble Luft durch die Halle. Die sie dann kurz vor den Athleten absenkt und sie dann für kurze Momente in Ohnmacht versenkt. Das liegt an der hohen Reizgaseinspritzung. Er klopft zum Superkick auf die Matte. Ja. Aber der falsche Triple H hat eine bessere Idee. Oh Gott, jetzt möchte er uns den Big Fat Oily Guy präsentieren. Ja, ja, ich hab's gehört. Und da ist er. Sag mal, also, ja, gut, Michael Moore schreibt Bücher, ist er nicht. Aber... Ja? Dir fehlen die Worte. Ja, ist der Zuschauer es wirklich geneigt, so viel ertragen zu wollen oder zahlt er dafür, dass er so viel ertragen muss? Nicht, dass es schon schlimm genug war, aber diese Kameraperspektive gerade von oben, die hat nochmal ein Krönchen aufgesetzt. Und wo ist die Schamgrenze bei Big Fat Oily Guy? Schamgrenze. Naja, die Grenze ist, die gibt's nicht mehr. Das ist wie bei der EU. Das ist hier beim Big Fat Oily Guy mit der Schamgrenze. Und der zeigt den Superkick hier. Ja, toller Superkick.
Achtung, Vorsicht, die Wampe! Oh, Glück gehabt. Normalerweise schnalzt die dann mit hoher Geschwindigkeit nach oben gegen das Kinn und da ist schon mal ein doppelter Kieferbruch bei rausgekommen. Da muss man aufpassen. You see, sometimes ja, ja. In our business people have trouble differentiating between parody and reality TV. Ach was, ne? Also er meint wohl, es gibt Menschen, die Probleme haben, Parodie und Realität zu unterscheiden. Naja, manche Parodie will nicht gesehen werden. Vielleicht wollen sie das nicht wahrhaben. Das könnte stimmen, ja. Bei aller Liebe, aber diese beiden Herrschaften sind nun mal nie so erfolgreich gewesen wie die beiden, die sie hier nachmachen. Das ist dann irgendwie auch peinlich, oder? Naja, ziemlich. Und jetzt kommt raus, es ist gar nicht Michael Hickenbottom, es ist Kip James. Naja, da hätte er besser Michael Hickenbottom bleiben sollen. Ich würde auch sagen, das wäre die bessere Variante gewesen. Oder jetzt so mit zerfetzter Haut im Gesicht bleiben. Ach, das hat noch was Spannendes. Und der Spaß hört jetzt auch bei BG James. Der teilt uns jetzt richtig was mit. Oh ja, der wird jetzt ganz ernst. Achtung. So seriös gekleidet hat man auch noch nie gesehen. You had a drastic change of heart, Vinnie Mac. You see, at first, you're a superior member of your administration, as I like to call him. I refer to him as the offensive coordinator. You see, he said that Vince McMahon, you didn't give a damn what old Slick Willie and B-Jizzle were doing down there at TNA. Ja, da scheint er ein bisschen zu jammern, dass er nicht genug Respekt für das bekommt, was er getan hat. Change of heart came. You see, we caught wind that you wanted us to stop doing what we were doing. Well, that sounds a little familiar, don't it? Because it's the same damn thing we wanted. Now then, maybe you can remember back when we were employed by you and you ordered us to drive to CNN Center and try to find billionaire Ted. Maybe you remember that one. Then you had us drive to a WCW house show on the back of a stinking land-air surface missile that I think you bought illegally from the Iranians. We should actually look into that. Jo, das sind ja schon fast peinliche Enthüllungen. Magically, by a computer-generated airplane and some bullcrap smoke, you made us write WCW sucks right over. Ja, die beiden reiten ja auch WWE-Inhalten rum, die schon fast 10 Jahre her sind. Aber nun, wenn man in der Vergangenheit lebt, hat sie auch dazu gezwungen, WCW sucks, also an die Hausmauern des Gebäudes, des Hauptquartiers zu sprühen. Naja gut, wer es hier als Lenin gibt, läuft hinterher. Die Fans sind auf jeden Fall auf der Seite hier, dieser beiden hier. Rufen jetzt Curio Vince McMahon. Das ist jetzt der Boss der WWE. Aber all diese Fans, die das jetzt hier rufen, wenn sie Vince McMahon persönlich begegnen würden, würden sie wahrscheinlich vor ihm auf die Füße fallen und um ein Autogramm betteln. Wäre das so? Ich befürchte. Brass Gahones, you always like to brag about. You see, we're gonna lay it all on the table. And we're gonna issue right now what I'd like to call the $1 million challenge. Ach, da schau her. Let me reiterate, Vince McMahon, the $1 million challenge. $1 million? Ja, wofür denn? You see, you've got nothing to lose for this one, Vinnie Mac. So we're really gonna test how big they are. We offering you. We have got with the bean counters and the upper echelon here at Total Nonstop Action, and they know how we feel personally, and so by God, unlike you ever did, they're supporting us. So, so, ist das so. Also sie haben $1 million aufs Spiel gesetzt, hinterlegt von TNA-Besitzerin Dixie Carter. Das ist ja die Firma mit den Atomkraftwerken, die haben ja genug davon und wollen jetzt einen richtigen Fight haben, diese beiden hier mit ja, zwei von Vinces Jungs. So we have got a proposition that is legitimate. And a proposition that you cannot refuse. You see, it don't matter if it's in your house,
It don't matter if it's in our house. Naja, it don't ob der gute Vince McMahon sich darauf einlassen wird, ist mehr als zweifelhaft. Aber ganz nett, die zwei mal ein bisschen mit Maskenfetzen im Gesicht ein bisschen ausreden zu lassen. Wir konnten durchschnaufen, wir konnten Dampf ablassen. Reicht aber, oder? Ja, noch in diesem Sinne. Tschö. This has been a presentation of TNA Entertainment. Zidane, Beckham. TNA, we are wrestling. Turning Point, Total Nonstop Action, Universal Studios, Orlando, Florida. Damit ist alles gesagt, was zu sagen ist zu den Gegebenheiten. Natürlich nicht um den Titel, um den es geht. Endlich mal ein X-Division Match. Und endlich mal ein Match um den X-Division Championship Title. Und so ist es. Das gleich auch noch mit einem Special Referee. Aber bevor wir das alles sagen, glaube ich, hast du uns noch was vorbereitet dazu? Ich habe mich mal hingesetzt die letzten Tage. Ja. Ein paar Sachen zusammengesucht, was da gut passen würde. Hab mir dann einen Schnittplatz gekauft, den eingerichtet und hab ja, die ganze letzte Nacht dran gearbeitet. Schauen Sie selbst. Ich bin gespannt. The Fallen Angel, Christopher Daniels, current X-Division Champion. A pioneer whose blood, sweat and tears will forever be ingrained in the code that binds the X-Division. Chris Sabin. A high-flying warrior blinded by glory, he turned his head from the guidance of his former mentor, only to taste failure. You think disrespecting Christopher Daniels is going to get you somewhere? And now, he must battle for his redemption in the form of X Division Gold. Special guest referee Jerry Lynn, pioneer of the X Division, a man who has dedicated his career to creating the most elite division in professional wrestling today. And now, he will witness the turning point of his most gifted pupil. Will Chris Sabin see the error of his ways? How's that for respect? Or will he continue down his path to self-destruction? Oh.
Und da sehen wir den Special Referee in der grafischen Aufarbeitung. Das habe ich zum Schluss noch mit den Flammen noch ganz toll hinbekommen. Oder so. Also, Jerry Lynn. Kein Unbekannter, der Mann, der die X-Division im Prinzip mit begründet hat, damals 2002, als der TNA-Ring noch viereckig war. Ja, und jetzt kämpfen Christopher Daniels und Chris Sabin, natürlich beides alte Bekannte. Beide nicht Frischlinge, was Gürtel betrifft. Aber zunächst mal wird natürlich er gefeiert. Gibt es auch selten, dass ein Referee so hofiert wird. Hoffentlich vergisst er das dann während dem Kampf, dass es nicht um ihn geht. Ja, Jerilyn haben wir schon lange nicht mehr im Ring gesehen, war so ein bisschen zurückgetreten, kann man schon fast sagen, aber jetzt ist er ja wieder aufgetaucht. Ist auch darauf bedacht, die X-Division so ein bisschen zusammenzurücken, weil in letzter Zeit ist ja viel passiert. Du erinnerst dich noch an diese Geschichte, als da jemand Probleme mit dem Magen hatte und so weiter. Ich möchte nicht mehr daran erinnert werden, das ist klar besprochen. Aber jetzt trotzdem getan. Ja, schön. Man sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, die Höschenregel zu ändern, denn auch das vielleicht ein wenig zu lächerlich. Da wissen wir natürlich auch, wer den Gürtel inne hat. Das ist der Fallen Angel, der Mann aus der City of Angels. Das muss an der amerikanischen Westküste sein, diese City of Angels, oder? Ja, das ist gut möglich. Kann auch nahe an Mexiko liegen. Wir werden dann nochmal genau geografisch nachschauen. Und da ist, glaube ich, ein relativ großes Weltmeer. Aber nicht das größte. Nicht das größte. Jerilyn nimmt das X-Division Gold in Empfang und Chris Sabin will ihm das gerade aus den Händen reißen. Sabin ist in letzter Zeit richtig frech geworden. Er hat sich ein wenig emanzipiert, nachdem er immer mehr der liebe Junge hier war. Ja, war ja ein bisschen so der Spielball der Starken. Immer schön und spektakulär aus, wenn sie Aktionen ihm geliefert haben. Oh, da ist Soquel Vell auch ganz überrascht davon, dass Sabin da wieder nach dem Gold greifen will. Aber erstmal muss er hier Chris Daniels bezwingen. Und da präsentiert sich Chris Sabin aus allen möglichen Perspektiven für Jerilyn. Der kontrolliert ihn, da ist er fast schlimmer als so eine Flughafenkontrolle. Aber die Stiefel kann er anlassen. Ja, so ist es. Das sind Flüssigkeiten ohne 100 Milliliter, die er darin verborgen hat. Deshalb darf er sie behalten. Sonst wäre auch da Jerilyn sicherlich ganz korrekt gewesen. Da fasst er Daniels da am Ohr, als Lynn gerade nicht sieht und nimmt ihn hier in den Headlock. Das ist der sogenannte Tyson-Griff. Er ist da richtig dran hängen geblieben. Ja. Er hat da wieder Haken an den Fingern möglicherweise oder die Fingernägel so lang wachsen lassen. Oder sie ein bisschen Harz an die Hand geschmiert. Möglicherweise auch das. Schickt ihn jetzt in die Seile, Shoulderblock. Und da bäumt er sich auch weiter. Ich weiß jetzt nicht, wir haben ja schon öfter mal von Doping gesprochen, aber Chris Sabin sieht noch einigermaßen natürlich aus. Ja, auch er im Prozess verwickelt, in den ja der ehemalige 60er Topspieler, der noch ein 60er Mittelmaßspieler ist, Vucicevic, auch da mit Haarwuchsmitteln gearbeitet, die verbotene Substanzen enthielten. Im gleichen Atemzug auch Christopher Daniels dann auf der Verhandlung mit Vucicevic gewesen und was dabei rauskam, wissen wir ja. Auch Daniels wurde für ein Jahr gesperrt, allerdings im Profifußball, da er als Wrestler unterwegs ist, hat es ihm wenig gejuckt. Ja. Danke für dieses kleine Zwischenreferat. War wichtig. Einfach auf Knopfdruck wird da sowas abgelassen hier. Ich rechne auch selbst da nicht mit. Meine Damen und Herren, ich würde es sonst auf jeden Fall versuchen zu stoppen. Armdrag aus der Position heraus. Ja, und der erfahrenere Mann zeigt doch jetzt Chris Sabin gerade mal, wo es hier lang geht. Ja, man kann davon ausgehen, dass das ein hartes Stück Arbeit wird, wenn Sabin wirklich nach dem Gürtel greifen möchte, aber schließlich soll er sich ja verdienen. Beschwert sich da, während er malträtiert wird bei Jerry Lynn, ob das der richtige Weg ist, was zu verändern? Na, ich weiß mal nicht. Hat ihn ja gleich mehrmals mit dem Kopf voran auf die Matte gedrückt, also Daniels hat er ja auch schon zu viel von diesen Spielchen von Sabin, gerade wie er an den Ohr gepackt hat, die Mike Tyson-Kralle, wie du die genannt hast. Und jetzt ein Spinning Heel Kick. Cover nachgesetzt. Aber ein bisschen zu früh in diesem Kampf.
Ja, nimmt Fahrt auf, allerdings ein bisschen sehr einseitig. Christopher Daniels, the Fallen Angel, derjenige, der hier den Kampf ganz klar bestimmt, der hier dirigiert, der hier ablässt, was er gerade möchte. Schöne Aktion jetzt von ihm. Und Chris Sabin, ja, zeigt sich zumindest als guter Nehmer. Ich bin gespannt, ob Jerry Lynn auch fair bleiben wird. Er hätte allen Grund dazu, Chris Sabin hier mal einen reinzuwürgen. Aber das werden wir auch noch sehen in diesem Match. Ich bin mir fast sicher, dass wir das sehen werden. Und ich glaube, wir werden es bis zum Ende erleben. Aber zunächst mal machen wir eine Pause. Holen Sie sich doch noch ein Brötchen. Ha. Ihre Programm 4. Lebe dein eigenes Spiel mit den Sims 2 und Euro 5. Einfach als SMS an 5x3. Mitten rein ins Gefecht um den X-Division-Gürtel, wie wir ihn gesehen haben. Den hat Christopher Daniels mitgebracht und dem gehört bis dahin auch der Kampf. Mir stellt sich aber gerade eine ganz andere Frage. Wie viele Zuschauer haben sich denn gerade jetzt in der Pause wirklich ein Brötchen aus dem Kühlschrank geholt? Und wer hatte das möglicherweise schon belegt vorbereitet gehabt? Ja, das sollte man statistisch erheben. Und wenn es belegt ist, wie belegt? Wie belegst du dein Brötchen denn am liebsten? Käse. Als Vegetarier ist das doch eine ganz klare Geschichte. Ja, oder? Mit Nuss-Nougat-Aufstrich? Ja, Samba. Bevorzugt. Ja. Haben wir schon wieder gedacht. Ja. Und während wir das hier so erwähnen, gibt es den DDT von Sabin und der hat ordentlich gesessen. Ja, die erste wirklich gute Aktion von ihm. Bis dahin war alles, was er geboten hat, eher dem Quatsch Comedy Club zuzuordnen. Das würde ich nicht sagen. Gerade als er aus der Werbung herauskam, ja, oder wieder hineinkam, ja, ne, da haben wir einen Dropkick gesehen und ja, er hat auch schon ordentlich gesessen. Ja, ja. Während du wieder selbstverliebt dahin geredet hast, hast du die Aktion im Ring gar nicht bemerkt. Ich war gerade mit meinem Spiegel beschäftigt. Ja. Und hier war Sabin jetzt auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt und hat da wieder eine Aktion hinnehmen müssen. Also wir können doch festhalten, das Ganze ausgeglichen mit einer Tendenz hin zu Chris Sabin, der das Geschehen bisher mehr bestimmt hat. Das sehe ich nicht so. Mit einer Tendenz zu Christopher Daniels würde ich es benennen. Ja, meine ich doch auch. Ich habe nur die Namen verwechselt. Ah, verstehe. Ja, Harry. Der Valley Driver von dem Fallen Angel hier. Und da bleibt er ja fast schon in Ohnmacht auf Sabin liegen. Ja, mimt er hier den sterbenden Schwan oder ist das wirklich? Die Fans rufen nach dem BME, dem Best Moonsault Ever, aber so weit ist der Fallen Angel noch nicht. Tut aber alles, um auch die Aktion bald zeigen zu können hier gegen Sabin. Ja, bereitet ihn zumindest schon mal vor. Das ist wie die Butter aufs Brot zu schmieren, bevor es in die Werbung geht und oder dann in der Werbung ordentlich zuzuschlagen. Und aufs Brötchen. Das belegen. Stulle. Ja, gut. Das Seil rettet Sabin, mit dem Bein ist er da reingekommen. Gott sei Dank. Und Chris Daniels, der hat gelöst. Wie sich's gehört. Augenkratzer jetzt. Und so hat sich selber wieder ein bisschen Freiraum verschaffen können. Der hält sich den Hinterkopf. Kommt an! Ja, und das war das hohe Bein mit ordentlicher Geschwindigkeit. 12 km/h gemessen. Er ist auf jeden Fall durch die Speed Trap da. Oh, das war eine ordentliche Ohrfeige. Gegangen. Und da hat sich das Blatt schon wieder ein wenig gewendet. Es geht hier hin und her. Und ist das schon jetzt die Möglichkeit zum Best Moonsault Ever? Oh, ah, BME, das ist doch das, was du geschrien, wonach du geschrien hast. Das ist schon die Entscheidung. Ja, das war's schon. Sabin schon raus, also. Unglaublich, aus dem Nichts kam das jetzt irgendwie. Ja, wie wir im Grunde. Ja, wir kamen auch aus dem Nichts. Aber wir gehen nicht mehr weg. Ja. Also, Sabin kriegt man los, sonst nicht. Das ist die Moral dieser Geschichte. Und Christopher Daniels in jedem Fall schnallt sich den Gürtel wieder um. Ihm passt er wohl eh besser. Meinst du? Weiß ich nicht. Geraldine hat auf jeden Fall hier fair gerichtet. Mal warten wir mal ab, was da noch passiert. Aber nicht vielleicht doch noch was Linkes raushaut. Diskutiert da noch ein bisschen mit Chris Sabin, was er Geraldine doch nicht. Nein. War doch immer ein guter Sportsmann. Ja, selbstredend. Der war immer so fair, wie seine Haare lang sind. Was haben die hier zu diskutieren, möchte ich gerne wissen. Ich verstehe es auch nicht ganz. Daniels motzt auch schon rum, will seinen Gürtel haben. Ah. Don't make me go through this again. I will be the first one to admit and give you credit when you've had a hell of a match. Now tonight, Daniels was the better man. Also er war sogar geneigt, Chris Sabin ein bisschen zu bevorzugen. Oder zu loben zumindest. Moment mal, das kann man schon auch so auslegen. Heute war Daniels der bessere Mann, aber auch festgehalten. Ja,
Warum gibt er nicht gleich den Gürtel? Warum spielt sich Jerry Lynn jetzt hier so ein bisschen noch in den Vordergrund? Ja. Und dass diese Diskussion entstehen muss, war ja abzusehen. Und Jerry Lynn versteht sich jetzt Autorität und holt aus. Oh, das könnte doch als Provokation gewertet werden. Ein offizieller ist er damit auf jeden Fall nicht mehr, Jerry Lynn. Und da kommen auch die richtigen Ringrichter. Also nimmt er sich doch noch ein bisschen zu wichtig, die Wurstpelle. Ja, Jerry Lynn, ich glaube, früher oder später, wenn er hier so rumfuchtelt mit seinen Händen, muss er auch mal wieder selbst in den Ring steigen. Ja, und das ist jetzt fast schon sowas wie eine Referee-Fortbildung im Ring. Zu viert hampeln sie hier rum und der eleganteste natürlich, es liegt Mark Johnson. Also wir können festhalten, Daniels bleibt Champion und Jerry Lynn bringt sich auch wieder aktiv ins Geschehen ein. Mal gucken, was da jetzt bald noch kommen wird. Wir wollen es in dem Fall jetzt nicht mehr sehen, denn der Werdegang von Jerry Lynn interessiert im Moment ganz und gar nicht. Deshalb machen wir nochmal ein Päuschen und können die vorgestrichene Stulle endlich mal zu Ende belegen. Styles. He is professional wrestling's most exciting athlete. But is he a man out for himself? What's behind this mistrust that you have? I don't know what you're talking about mistrust, because honestly, it seems like to me that the guy wants something from me. The way I see it, Rhino wants to help you. Well, nobody comes around unless they want something. He is a man who has been there before. Over the last couple weeks, I've been trying to help you out. I don't want to see da you. Da läuft doch was, was nicht ganz gerade ist. Don't go through what I've went through. The difference blutig. Between me and you is I trust people. What the hell is it that you and I keep ending up at the same place at the same time? How does that keep happening? You know what? I don't know, AJ. Well, let me tell you this. The next time it does, there's going to be trouble. You want to threaten me? Well, why don't you come out here right now and we'll see who has the problem? Now. Two of professional wrestling's all-stars will collide for the first time. It's the phenomenal AJ Styles versus the War Machine Rhino at Turning Point. It's up next. Also, der nächste Turning Point. Und das gibt ein Duell. Rhinoceros. Der AJ Styles hat seinen Turning Point ja schon überschritten sozusagen, hat sich sehr stark verändert zuletzt und jetzt hat er sich auch noch mit Rhino angelegt. Ja, nicht so ganz. Na? Rhino scheint es wohl mit AJ Styles gut zu meinen und der sieht doch tatsächlich etliche Parallelen zwischen sich und AJ Styles. Er erinnert sich da an Rhino im Jung. Ja gut, vielleicht sowas wie ein Flaschenblick, dem er unter dem er da leidet. Aber er meint, er könnte AJ Styles viel mit auf den Weg geben, soll sich da nicht so querstellen. Oh, und da kommt der AJ Styles und dann ist Schluss mit Reden. Und es geht das los, was eigentlich geplant war. Ja, den Kampf. Bogen hat AJ Styles jetzt schon bei weitem überspannt und den guten Willen von Rhino, na, den gibt es wohl auch nicht mehr jetzt nach all dem hier. Also, das kam aber jetzt sehr plötzlich, oder? Ist man richtig aufgeschreckt. Ja, also ich bin auch ganz erschrocken nach wie vor. Also dieser AJ Styles war immer so ein fairer Sportsmann. Wir haben vorhin noch einige seiner tollen Aktionen gesehen in dem Video. Aber was aus dem geworden ist? Ein rabiat Bursche. Ja, geht mit einer neuen Attitüde ans Werk. Ja. Und die Kamera schwenkt hier umher. Unsere neue Krankamera leistet jetzt gute Arbeit. Aber wo sind die beiden Protagonisten? Die übrigens gerade eben installiert wurde in den Orlando Universal Studios. Und deshalb warten wir umsonst, denn es geht nach wie vor hinter den Kulissen schon ordentlich zur Sache. A la Straßenfight, a la Rocky 5. Wir hören uns ja da gerne an die Szene. Sylvester Stallone gegen Tommy Morrison, der sich als legitime Nachfolge gesehen hat, aber böses im Schilde führte. Geht es aber hinten schon rein in die... Der ging nicht so richtig gut auf. Ja, wenn man auf dem Betonboden aufkommt mit dem Kopf voran, das ist nicht so gut für die Wirbelsäule. Nee, der wollte ihn, glaube ich, auch auf die Mülltonne legen, aber das hat nicht geklappt. Da sind die beiden irgendwie weggerutscht auf dem... Der Widerstand ist etwas geringer, das kann man machen. Senfgetränkten Boden dort hinten am Hotdog stand und... Kann das sein, als wäre AJ Styles etwas orientierungslos in diesem Moment? Ja, also nach der Landung ist es ihm auch nicht übel zu nehmen.
Der würde sich auch hoffen, da anders gelandet zu sein. Er schwankt und wankt und weiß gar nicht, wo er ist. Und bekommt jetzt auch noch mehr ab hier von Rhino. Aber mal richtig gegen die Gitter geknallt. Das ist vielleicht sowas wie die einführende Schmerztherapie für AJ Styles, um dann im Kampf richtig warm zu sein. Geht da über diese Bezäunung. Das bezeuge ich auch. Ja, das ist erfreulich. Ja, ich weiß gar nicht, also wenn es so weitergeht, dann kriegen wir kein richtiges Match mehr, keinen richtigen Kampf. Das normaler, ist doch ein richtiger Kampf. Jetzt geht's quer das Publikum. Ja, normalerweise geht es ja im Ring los, dann wird erst die Ringglocke geläutet, aber schaffen die beiden es überhaupt heute in den Ring? Das ist auch eine spannende Frage. In Japan lösen sie es so beim Wrestling, dass wenn das außerhalb bereits losgeht, wird einfach hinterher geläutet und dann läuft der Kampf. Punkt. Hier in den Staaten läuft es ein bisschen anders, aber das geht jetzt auch schon eine ganze Weile so. Action hautnah jedenfalls hier für die Fans, die gekommen sind. Das ist schon ein bisschen beeindruckender als die Terminator 3 Show, die es auch in Orlando im Universal Studios gibt. Da gibt es einen falschen Arnie. Jetzt gibt es ja noch einen Treppensturz von Rhino. Also eine kleine Stuntshow hinterher und habe ich da Nasenbluten gesehen bei AJ Styles. Hast du das gesehen? Ja. Es könnte auch Ketchup sein von dem Hotdog-Stand vorhin, an dem sie ja vorbeigeschlittert sind. Jetzt geht es, glaube ich, wieder zurück Richtung Ring. Für manche Zuschauer ist das doch ein bisschen zu nah. Die Damen hier links im Bild. Ah, die ist untenrum auch gut gepolstert. Oh, da hat er sich auf den Disput eingelassen mit dem Fan und muss dafür die Quittung von Rhino einstecken. Ja, so nah ist man nur hier bei der Action dabei. Das schon zu nah am Schweißgeruch des Zuschauers praktisch dran, ja, oder des Athleten, ja, wenn man es andersrum sieht. Verhältnismäßig viele Frauen hier auch beim Wrestling Publikum dabei, ne? Ja, so viel nach der Haut gibt es selten zu Hause zu sehen, zumindest nicht von so vielen unterschiedlichen Männern, außer wenn man ein einschlägiges Gewerbe betreibt zum Beispiel. Außerdem ist Amerikanerin an sich ja da auch nicht so wählerisch, hauptsächlich nackt. Das meinst du? Ja. Hast du da Erfahrungen gemacht? Ja. Ja, hab ich mir gedacht. Jetzt wird die Kulisse auch noch in Stücke zerlegt hier. Da wurde so schön geschreien hat, damit das alles fein aussieht und da bricht. Ja, aber das ist doch klar. Du kannst doch kein gepanzertes Tier in Holz werfen. Die Fans meinen dazu, holy shit. Oh ja. Und davon gibt es jetzt noch mehr, wie auch immer man es nennen mag. Jetzt geht's auf alle Fälle Rhino ins Kreuz. Da ist ein kleiner Riss in der Hose bei AJ Styles. Also die Frauen, die jetzt in die Halle gefunden haben, könnten vielleicht auch noch das zu sehen, wofür sie gekommen sind. Können da mal durchlinkern, wenn sie wollen. Ja, einmal linsen, aus der Entfernung kann doch was gehen. Und aus der Entfernung, was kann das geben? Oh, zu viel für AJ, ja, Back Body Drop. Rübergeworfen über die Absperrung und damit wäre er schon wieder in die richtige Richtung unterwegs. Ja. Und da haben wir tatsächlich Nasenbluten und einen gläsernen Blick. Ich glaube, das ist noch von der Aktion vorhin. Nun denn, er ist auf jeden Fall noch ganz, kann sich noch bewegen, also kann die Landung dann nicht ganz so schlimm gewesen sein, wie sie aussah. Ja, was mir auffällt, ist, dass etliche Fans sich wohl schon an den Akademien angemeldet haben, denn Gewicht gemacht haben sie bereits. Ja, die dicken Kinder aus Landau sind also auch mit dem Reisebus angekommen hier. Und das in Folge 123, als es die Großfamilie bis zum Ausflug schafft, denn da ist eine ganze Menge los heute. Ach, wir haben die Ringglocke gehört. Tatsächlich? Die beiden sind nämlich da, wo das Match ursprünglich mal stattfinden soll. Stattdessen läuft jetzt, ich lasse mal hochrechnen, 5,5 Minuten bereits. Also die Energie hätten sie auch sparen können. Denn so kommen sie beide bereits platt in den Ring hinein. Möglicherweise gibt es dann jetzt halt ein kurzes Match oder so. Rip-in und da bricht Rhino zusammen nach dem Aufprall. Eine Dame dort hält sich die Hand vor dem Mund, voller Entsetzen über das, was hier geschieht. Ja, da muss er schon ordentlich Schwung nehmen, AJ Styles. Also der ist mächtig angeschlagen, der arme Kerl. Dazu noch die gerissene Textilien. Bei dem wenigen, das da getragen wird, so ein bisschen Gluteus freizulegen ist ja okay, aber das kann bald gefährlich werden. Du als Höschen-Experte? Ja, wir haben jetzt keinen Contest eingeleitet, aber es ist auch besser so. Also das musste ich doch jetzt wirklich schon sehr mitnehmen, oder? Ja, man nimmt mehr mit als nur das. Das glaube ich. Manchmal Dinge aus nächster Nähe. Zum Beispiel ein Bus, wenn du einsteigst, nimmt dich mit oder was? Oder das Taxi? Ja. Manchmal auch der Pilot, wenn ich ins Flugzeug komme, falls es das Richtige ist. Also es gibt diverse Möglichkeiten, mitgenommen zu werden. Wer jetzt noch nicht mitgenommen ist, können Sie also da mal ein bisschen umhören. Schauen Sie mal rein.
in die aktuellen Zeitungen oder ins Internet. Nimm mir die Aktion jetzt mal besser mit. Leapfrog und der Dropkick von AJ. Richtig gut angesetzt an die Kehle von Rhino. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein ordentlicher Klingler gewesen. Jetzt soll das sich nicht so sehr feiern, sondern nachlegen, AJ Styles. Das war ein nötiger Befreiungsschlag, aber das Cover, das hast du schon erwähnt, kommt zu spät und hier. Und windig natürlich auch gesetzt. Also wir haben hier schon einige böse Treffer für beide gesehen. Oh ja! Außerhalb gewesen und jetzt hier im Ring. Und wer ist deiner Meinung nach in Führung? Ja, in Führung. Schwer zu sehen, weil bis dahin noch wenig Tore gefallen sind, aber Rhino dürfte noch ein bisschen vorne liegen. Ja, aber nicht mehr lange. Also jetzt liegt er schon. Aber das könnte der Ausgleichstreffer gewesen sein. Ja, das war das 1:1. Ja. Und da blickt auch böse drein. Ja, der ist jetzt richtig wachgerüttelt. Ja, springt er hier hinterher auch noch. Dann sollte sich aber beeilen, er zögert zu lange. Nee, er hat keinen Bock hier. Ja, es wirkt ein bisschen angefressen, was er hier tut. Er denkt sich, vielleicht wird Rhino nur noch ausgezählt. Deshalb wartet er. Eigentlich ganz clever, das so zu machen. Ja, naja, zumindest gibt es ein bisschen frische Energie durch die Pause. Will ihn da gar nicht mehr reinlassen. Ja. Komm, Rhino bleibt draußen. Aber jetzt in der Anlauf. Und der war natürlich... Ja, der Baseball-Slide, der ging daneben. Und wieder zurück, da wo es angefangen hat. Zwischen den Zuschauern. Um Gottes Willen, das sah ja so elegant aus von AJ Styles, wie er die Ringabsperrung da nutzte, aber direkt der Konter von Rhino und AJ blickt wieder Richtung Hallendecke und überlegt sich doch, vielleicht eine etwas andere Karriere eingeschlagen zu haben. Ja, wäre ich mal besser in der Heimat geblieben, hätte ich heute keine Kopfschmerzen. Könnte noch gemütlich in der Bar sitzen. Aber hätte, wäre, wenn, spielt hier keine Rolle, denn im Konjunktiv wird nicht gewrestelt. Da in Georgia, wo er herkommt, da geht es sonntags höchstens mal in die Kirche, aber da hätte das hier nicht erlebt, was er hier tatsächlich einstecken wenn muss. Wenn das da jemand sieht, dass der einen Riss im hinteren Bereich der Hose hat, gibt es da richtig Probleme im sonntäglichen Gottesdienst, das wird erwähnt. In den Beichtstuhl. Aber, hallo. Whip-in von Rhino, der kommt ja ran, aber etwas zu langsam, dass AJ noch Zeit hat, das Bein hochzubekommen. Und ein Spinebuster, eine böse Variante dieser Aktion. Weil es da noch aufs Knie ging von Rhino für AJ Styles. Die Aktion könnte auch den Hosenriss vergrößert haben bei AJ, aber hoffen wir es mal besser nicht. Also AJ nimmt eine böse Aktion nach der anderen hier, aber er lebt noch. Ja, lebt noch. Holzmichel noch. Nein, das spielt jetzt auch mal hier. Der AJ ist aber kein Holzmichel. Nein, aber Georgia, da gibt es ein paar. In Georgia gibt es Holzmichel. Ja. Style Clash Ansatz, Konter von Rhino und der Pilly Kick. Das hat auch wieder ordentlich geklatscht. Oh hier. Ja, das Gesicht jetzt vom Haupthalt etwas zerzaust bei Rhino. Jetzt die Ansage zum Styles Clash, aber wieder kontert Rhino und dieses Mal so richtig. Und da scheint AJ mit dem Knie in die Ringabsperrung geflogen zu sein. Hat sie das hier verdreht? Das sieht nach einem echten Auer aus bei AJ Styles. Fast schon flehentlich, wie man der da hoch Richtung Ring. Und gut, also das jetzt erst die Verletzung kommt nach alledem. Da scheint er sich wirklich ernsthaft verletzt zu haben. Der Referee unterbricht den Kampf. Macht er dieses X-Zeichen, das ist in der internen Sprache dahingehend, dass es eine echte Verletzung ist. Ja. Hilfe wird angefordert. Er will sie nicht annehmen. Das ist im Grunde das, was Rhino ihm vorher schon vorgeworfen hat. Der nimmt keine Hilfe an. Also jetzt sollte er sie annehmen, wenn er verletzt. Na, da ist er nicht aufgeschlagen, sondern umgeknickt. Okay. Und zwar ziemlich massiv. Und er hat sich nach hinten gegriffen. Das könnte das hintere Kreuzband sein oder derartiges. In jedem Fall eine unangenehme Knieverletzung. Wollen wir positiv festhalten, dass er immer noch lange kämpfen konnte. Das hätte er schon am Anfang zu Ende sein können, als er da neben die Mülltonne flog. Ja, also das ist jetzt hier kein Schauspiel mehr. Da ist er wirklich betroffen. Der gute Rhino weiß auch nicht genau, was er damit anfangen soll. Also Rhino könnte jetzt auch nachsetzen, das Match gewinnen. Jetzt direkt reinspringen in die Meute. Für einen Pin reicht's. Der Rhino ist einfach zu freundlich hier.
Er nennt sich selbst War Machine, das klingt schon so fast schon böse. Ist er aber nicht. Er sieht böse aus, aber er ist eigentlich ein ganz handsames Kerlchen. Der ist handsam? Na, ich weiß nicht. Schau ihn dir doch mal an. Okay, ich schau mir an. Und? Und? Handsam. Ja? Ja. Meinst du nicht? Doch, ich finde doch. Jetzt wo du es sagst. Siehst du, im Kostüm und dann... Ja, die Kiste hier ist auf jeden Fall gelaufen, würde ich mal sagen. Das ist wohl ziemlich ohne Frage so. Ein technisches K.O. und Rhino, der Sieger dieses Wettbewerbs. Die Absprache. Senior Head Referee Earl Hebner auf der linken Seite. Aber was wollen die jetzt hier irgendwie eine Brücke bauen, ihn zurück in den Ring schmeißen oder was? Ich weiß es auch nicht. Da geht unser Offizieller zu Dave Penzer, dem Ringsprecher, den wir sonst nie im Bild sehen, aus gutem Grund. Was ist das denn hier? Ach, das gibt's ja nicht, dieser AJ Styles. Was für eine hinterhältige Nummer. Über Minuten zieht er die schwere Verletzung dadurch. Und da sehen wir jetzt den Blick von Dave Penzer. Der kann's nicht glauben und Rhino kann's noch weniger glauben. Hat der ihn jetzt hier gepinnt? Hat ihn gepinnt und ein Ringrichter hat auch noch gezählt. Warum zählt er denn in der Situation? Das glaube ich ja nicht. Die stecken unter einer Decke. Also, was für eine jungfräuliche Aktion von AJ Styles. Anders hat er ihm wohl nicht Herr werden können, als über diese Finte einer schweren Knieverletzung. Ja, ein total konsternierter Rhino, der überhaupt nicht mehr drin war im Kampf, geschweige denn Lust hatte, auf ihn loszugehen. Schnell wegrennen ist alles, was AJ jetzt noch machen konnte. Husch, husch, pfui, pfui, das soll genug sein. Danke für heute. In zwei Wochen geht's weiter. Tschö. Bye, bye. This has been a presentation of TNA Entertainment.